Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darf ich sagen, in der Martin-Luther-Kirche, meine lieben Schwestern und Brüder, ein philosophischer Schleiermacher im 19. Jahrhundert hatte es relativ einfach. Was ist Religion? Seine Antwort lautete: die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Die Leute, die täglich zu mir kommen, sehnen sich auch nach dem Unendlichen, aber in einer bestimmten Form. Sie fühlen sich leer und alleingelassen, unverstanden, in einer Welt, die ihnen feindlich oder gleichgültig gegenübersteht. Und alles, was sie schildern, mag man nach bestimmten Begriffen einordnen. Es wird aber dem persönlichen Erfahrungsschatz, dem Erleben und der Not in aller Regel nicht gerecht. Selbst die Sprache von Angst, von Neurosen, von Schuldgefühlen, Übertragungen geht an dem, was gesucht wird, vorbei. Manch ein Dichter kann komprimiert wiedergeben, was als Gefühl sich meldet und anklopft beim Herzen des Zuhörers, bittend um Verständnis. Wenn wir eben hörten, es geht für Israel als Gründungsurkunde um die Rettung am Schilfmeer, müssten wir sagen, das ist lediglich die historische Beschreibung für unsere Grundsituation. Wir kommen uns vor wie Vertriebene, wissen nicht weiter, stehen am Rand eines Meers, das uns zu verschlingen droht, im Nacken die Verfolger und wissen nicht, was zu tun ist. Rilke konnte das mal zusammenfassen in einem Gedicht mit der Überschrift „Das Waisenkind". Und er meinte, es ist ein Gefühl in uns allen. Und uns heute eben deswegen die Frage aufgegeben, zu klären, wonach wir Verlangen tragen und wie die Not, die jeder in sich spürt, langsam, geduldig, verständnisvoll, buchstäblich jetzt im Namen Gottes, unter der Hand, die sich ausstreckt über das Unzugängliche und Verschlingende, aufgegriffen und verwirklicht werden könnte. Rilkes Gedicht beginnt mit den Worten, die ich so oder anders im Hintergrund fast immer höre. Ich habe keine Daseinsberechtigung, damit begann vor Jahr und Tag eine Frau den ersten Satz eines Gesprächs. Bei Rilke heißt das: ich bin niemand und werde auch niemand sein. Jetzt bin ich zum Sein noch zu klein. Vater und Mütter, erbarmt euch mein. Wohl, es lohnt sich nicht der Pflege Mühe. Ich werde doch gemäht. Mich kann niemand brauchen. Jetzt ist zu früh. Und morgen ist es zu spät. Ich habe nur ein einziges Kleid. Das wird dünn und ist verbleicht. Aber es hält eine Ewigkeit, auch vor Gott. Vielleicht. Ich habe nur dieses bisschen Haar. Es ist
was übrig blieb. Dass einmal eines Schönstes war. Jetzt hat er nichts mehr lieb. Was Rilke beschwört, ist ein Grundgefühl, nicht nur der Heimatlosigkeit, der Unbrauchbarkeit, der Überflüssigkeit, der Sinnlosigkeit. Und es ist ein langer Klageruf, anonym, nicht eines Kindes nach seinen Vätern, nach seiner Mutter, die es nicht hatte, sondern gewissermaßen nach aller Menschen, Mütter und Väter, im Wissen, dass die Zumutung einer solchen Bitte viel zu groß ist. Wer wird sie auf sich nehmen? Hier an der Seite Ihrer Kirche haben Sie einen wunderbaren Friedhof, wenn das schon das Gefühl ist. Ich werde doch gemäht. Dann durchzieht ein solches Dasein eine ständige Angst. Man getraut sich nicht, heute irgendetwas zu tun, zu entscheiden, zu hoffen, zu wünschen, zu sagen, zu denken, zu wollen. Und so schleicht die Zeit dahin, verschlingt sich selber. Und irgendwann wird es die Erklärung, ich bin zu alt, es geht nicht mehr. Wie denn jetzt noch? Und eine Erinnerung ist, es gab mal so etwas wie die Verführung mit einem Rest von Schönheit, dass das Erbetteln um Zuwendung erwidert wurde. Mein Haar, das fließende Haar, das mal eines alles war. Und dieses einmal wurde enttäuscht. Es schloss sich die Hoffnung und sie wird kaum wagen, sich wieder zu öffnen. Was wir heute Abend versuchen, ist dieses Grundgefühl, wenn wir genau hinhören, in so gut wie allen Klagen, die uns anvertraut werden, nicht zu widerlegen, aber zumindest zu verstehen und zum Himmel hin zu öffnen. Denn was uns da erzählt wird, ist identisch mit den Erfahrungen auf den ersten Bibelseiten. Sie kennen sie meist mit den wuchtigen Sätzen: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er ließ an den Menschen das Gebot, zu wachsen, sich zu mehren und die Erde, die Tiere, sich untertan zu machen. Manche Zyniker sagen, es ist das einzige Gebot, das die Menschheit überhaupt je gehalten hätte. Was wir weniger wissen, ist die Geschichte, für die Sie heute Abend gekommen sind. Ein zweiter Schöpfungsbericht, der anhebt mit dem Paradies und eigentlich genau betrachtet die Selbstkorrektur des Schöpfungsberichtes, den wir so stolz und zu eigen gemacht haben. Macht euch die Erde untertan, herrscht über die Tiere. Das tun wir auf eine Art, dass wir von 1970 bis zum Jahr 2010 mehr als 50% der gesamten Fauna- und Flora-Arten ausgerottet haben. Auf Nimmerwiedersehen. Das ist schlimmer, als was vor 63 Millionen Jahren passiert ist, als ein Meteorit in die Bucht von Campeche einschlug und die Zeit der Dinosaurier das ganze Mesozoikum beendete. Danach ging es weiter. Danach kamen die Säugetiere, danach kamen wir.
Was wir, die Herren der Schöpfung, gerade anrichten, lässt keine Zukunft mehr zu, außer uns selber. Danach kommt nichts mehr. Auf den Asphaltstraßen keine Insekten, keine Kaninchen, keine Vögel, nichts. Keine Blumen, keine Bäume, nichts. Nur uns, die Herren der Schöpfung. Das darf so nicht sein. So hat es Gott nicht gemeint. Das will sagen die Erzählung, die wir jetzt hören werden. Die Geschichte vom Paradies, wie man glücklich ist. Allerdings auch, wie es möglich ist, alles Glück zu verlieren. Nicht, weil wir das wollten, aber weil wir uns selber aus lauter Angst entgleiten. Und der Grund, inmitten unserer Angst verlieren wir den Blick zum Himmel oder am Roten Meer den Blick für die Hand, die sich über das Meer uns entgegenstreckt, oder im Bild des Neuen Testamentes das Auge für die Person, die mitten im Sturm vom anderen Ufer her auf uns zukommt. Wenn Sie vom Paradies hören, ist Ihnen fast geläufig die Warnung, die politisch ausgesprochen wird. Ans Paradies zu glauben, ist eine Utopie, eigentlich gefährlich, eine Illusion. Mehrfach habe ich im Deutschen Bundestag, West vor allem, aber seitdem nicht minder, Reden gehört, wer ein Paradies auf Erden will, verwandelt die Welt in eine Hölle. Das ist unverantwortlich. Ja, was wäre die Sehnsucht nach dem Paradies? Wir wollten Frieden. Das ist gefährlich, denn das gibt Putin recht. Das muss man bekämpfen. Waffen brauchen wir. Mordinstrumente grenzenlos. 100 Milliarden für Rüstung, das ist realistisch. Aber nicht das Gerede vom Frieden. Wir haben ihn halt nicht. Wir müssen ihn erst machen. Und am Ende des massenweisen Tötens, dann kommt sicher nicht der Friede, aber das machen wir einstweilen den Leuten glauben. Wir müssen heute Abend das Wagnis auf uns nehmen, zu glauben, was in der Bibel steht. Gott hätte uns geschaffen zum Glück, zur Versöhnung, zum Frieden. Und es wäre keine Illusion, weil uns das so schwer fällt, mit uns identisch zu werden, ist das ganze Neue Testament, die Botschaft Jesu, ausgerichtet, den Gang durch den Sturm über das Wasser auf uns zu erlebbar zu machen und uns im Bilde jetzt schon bei der Hand zu nehmen und uns zurückzuführen an den Wächterengeln am Paradieseseingang, zurück in die Wirklichkeit, die Gott uns bestimmt hatte. Kein geringer Auftrag heute Abend, aber wie Sie beginnen zu ahnen, ein überaus wichtiger, zum Selbstverständnis und zur Korrektur von vielerlei Unheil. Wir haben es zu tun mit einer Urzeiterzählung. Auch darüber mag man rätseln, indem man es missversteht als eine Geschichte von einem historischen Anfang. Das Paradies, wann war das? Wo war das? Gibt es eine Lokalität, an der man es finden könnte? Historiker, Paläontologen, Archäologen gehen auf die Suche nach der Arche Noah, warum nicht auch nach dem Paradies? In einer deutschen Zeitschrift vor ein paar Jahren stand schon die Angabe, man hat es gefunden. Irgendwo im Südosten der Türkei, da waren die Anfänge der Kultur, das Paradies. Wenn wir so vorgehen, begreifen wir alles Mögliche an Hypothesen und selber aber gar nicht. Eine Geschichte wie diejenige, die wir jetzt hören, spielt nicht in der Vergangenheit, sondern will etwas Wesentliches aufzeigen in der Wirklichkeit unseres Daseins. Die Erzählung vom Paradies ist ein Mythos.
So etwas sind Geschichten, die berichten möchten in bildhafter Form von etwas, das niemals nur war, sondern immer schon war und immer ist und immer sein wird. Philosophisch ausgedrückt, das Wesen von uns als Menschen inmitten der Schöpfung. Dieses Porträt von uns möchte ich anhand der Bibel, um genau zu sein, wenn Sie es heute Abend nachlesen möchten, im ersten Buche Moses, genannt Genesis, Kapitel 2, ab Vers 4b bis 25, mit Ihnen durchgehen. Sie werden die Bibel nicht da haben, das muss auch nicht sein. Ich lese Ihnen die Geschichte vor. Eigentlich möchte ich sie Ihnen aus dem Hebräischen vorlesen. Ich begnüge mich mit Martin Buber und dessen Übersetzung. Sie ist ein bisschen seltsam, aber sie nötigt, zwingt förmlich zum genauen Zuhören, denn so klingt sie dann. Versuchen Sie nicht sofort, sie auszulegen, sondern fragen Sie sich, wie wirkt das auf mich, wenn ich es höre? Welche Fragen bekomme ich? Wie seltsam wird das hier erzählt? Das sind dann die Knotenpunkte, an denen entlang wir wie selbstverständlich der Deutung nachgehen können. Er, Gott, er übersetzt Martin Buber das hebräische Wort für Yahweh. Niemand weiß genau, was das besagen will. Wahrscheinlich war es mal eine Anrede, Yahu, ekstatisch gesprochen, O, er, könnte es geheißen haben. Buber übersetzt grundsätzlich mit er, ich aber gebe es wieder mit Yahweh. Das ist im Jüdischen unaussprechlich. Man sagt dafür der Himmel oder der Name oder der Ewige. Uns aber ist gerade die Doppelung, Yahweh, der Gott, am nächsten. Und nun beginnt die Geschichte der zweiten Schöpfungserzählung, die man dem Jahwisten zuschreibt, weil er Gott so nennt, Yahweh, mit den folgenden Worten. Yahweh, der Gott. Am Tage, da er, Yahweh, Gott, Erde und Himmel machte, noch war aller Busch des Feldes nicht auf der Erde, noch war alles Kraut des Feldes nicht aufgeschossen, denn nicht hatte regnen lassen Yahweh, der Gott, über die Erde. Und Mensch, Adam, war keiner, den Acker, die Adama, zu bedienen. Aus der Erde stieg da ein Dunst und befeuchtete all das Antlitz des Ackers. Und Yahweh, der Gott, bildete den Menschen, Staub vom Acker. Er blies in seine Nasenlöcher Hauch des Lebens. Und der Mensch wurde ein lebendes Wesen. Yahweh, der Gott, pflanzte einen Garten in Eden, im Wollustland, ostwärts, und legte hinein den Menschen, den er gebildet hatte. Yahweh, der Gott, ließ aus dem Acker allerlei Bäume sprießen. Reizend zu sehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten. Und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Damit es Ihnen nicht zu viel wird, halte ich da erst einmal ein. Denn was Sie gehört haben, ist eine Aufforderung, sich überhaupt zu fragen, wovon wir sprechen, wenn wir von Schöpfung reden. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass ein Gott die Welt geschaffen hätte, uns, die Menschen, geschaffen hätte? In der alten DDR waren Sie sicher, das ist Mythos, das ist Märchen, das ist fauler Zauber.
Überhaupt nichts ist geschaffen worden, alles hat sich entwickelt aus der Materie. Das hat gedauert, ungefähr 14 Milliarden Jahre vom Urknall bis heute und so weiter. Jedem Schulkind wurde das mehr oder minder so beigebracht. Wenn wir fragen nach Schöpfung, wollen wir eigentlich nicht wissen, wie die Dinge entstanden sind, die es gibt. Wir möchten wissen, warum sie existieren, in welchem Sinnzusammenhang sie sind. Und nun begegnen sie der Erzählform der Fragestellung und der Antwortvergabe in einem Mythos. Wenn Sie in der Deutschstunde noch aufgepasst haben und haben sie in Erinnerung, kennen Sie aus dem Deutschen Schöpfungserzählungen, die so ähnlich sind. Die Wessobrunner Zaubersprüche, das Wessobrunner Gebet. Das beginnt ganz ähnlich. Als noch nicht war. Himmel droben, Erde unten. Viele Schöpfungsmythen beginnen genau mit diesen Worten. Als noch nicht war. Völlig unabhängig kulturell voneinander finden Sie in Mesopotamien etwa im sogenannten Enuma-Elish-Epos dieselben Worte. Enuma-Elish, als noch nicht war. Die Aufforderung liegt auf der Hand. Sie schauen sich um und in Ihrer Vorstellung können Sie alles, was Sie sehen, zu betasten vermögen, riechen, hören, sich wegdenken. Es muss nicht sein, dass es existiert. Ja, Sie können sich sogar vorstellen, dass eine Zeit ist, in der es noch nicht war. Und dafür mag sogar die Naturwissenschaft zur Erklärung herhalten. Unsere Sonne, von der doch alles Leben auf dem Zwergplaneten Erde entstanden ist, existiert gerade seit 4,5 Milliarden Jahren. Und unsere Astrophysiker sagen, das mag noch 5 Milliarden dauern, aber ewig wird es nicht bleiben. Es gab eine Zeit, wo die Sonne nicht war und es wird eine Zeit geben, wo sie nicht mehr ist. Sie hat im Übrigen eine Vorgeschichte. Mindestens 2 Supernova-Explosionen müssen stattgefunden haben, um unsere Sonne zu gebären. Der Beweis, der Ring an ihrem Finger, geformt aus Gold. Unsere Erde, die Sonne, unser Zentralgestirn, kann eine Menge von chemischen Verbindungen erbrüten, von Atomen zusammensetzen lassen. Jenseits der Eisengrenze hört das Material auf, unter der Schwerkraft neue Atome zu bilden. Gold ist viel zu schwer für unsere Sonne. Dafür brauchen wir eine Supernova, 2 Supernovae, die ihren Stoff in das All geschleudert haben und dann allerdings unter Gravitationseinwirkung die Sonne gebildet haben und in ihrem Umkreis Stoffe, die wir dann sogar auf der Erde wiederfinden, meist in den Tiefen. Entscheidend ist bei all dem dieses: Nichts von dem, was wir selber sind und was uns umgibt, hat den Wert des Notwendigen. Ist etwas, das sein muss. An jeder Stelle können wir es wegdenken, auch uns selber. Jeder Nagel, den Sie in die Wand schlagen, hat chemisch die Fähigkeit, in seiner Konsistenz uns zu überdauern. Wahrscheinlich sterben wir vor ihm, ehe dass er an Rost zugrunde gehen wird. An jeder Stelle können wir die Nichtnotwendigkeit von allem, was ist, auf die Probe bringen. Und das geschieht im Mythos durch die Formel, als noch nicht war. Sie können philosophisch einen Begriff dafür einfügen und wir sprechen dann von der radikalen Zufälligkeit, der Kontingenz in allem, was existiert. Und mit Mal öffnet sich unter unseren Füßen der Boden. Denn jetzt stellen wir eine Frage, wie keine Naturwissenschaft sie stellen wird, sondern nur wir Menschen, weil wir Menschen sind. Jetzt sind wir bei Schleiermachers Sehnsucht nicht einfach nach dem Unendlichen, sondern nach der unbedingten Notwendigkeit der Begründung unseres Daseins.
Kein Mensch hält es aus, sich als überflüssig vorzukommen. So zu sprechen wie Rilkes Waisenkind. Ich bin ein Niemand und werde niemals sein. Jetzt noch zu klein und später zu spät. Jede Mühe vergebens. Wenn dies das Grundgefühl ist, kann damit kein Mensch existieren. Aber alle Auskunft, die Natur uns geben könnte, wird nie befriedigend sein. Die Naturwissenschaften können Ursachen mitteilen, warum aus dem einen ein anderes geworden ist. Aber die Begründung, warum überhaupt etwas ist, kann sich auf diese Weise niemals herstellen. Wofür gibt es dich, mich, uns? Rilkes Waisenkind fragt völlig korrekt. Mütter und Väter, erbarmt euch mein. Das ist nicht ein Weheruf zu einer besseren Naturerklärung. Da wird man erfahren, dass Vater und Mutter ein Kind gezeugt haben. Und die Biologen kommen, die Genetiker, die Psychologen, die Soziologen und erklären den ganzen weiteren Verlauf einer solchen Existenz. Was wir wissen wollen, ist ein Hintergrund. Und den beschreibt die Bibel hier mit Yahweh, den Gott. Eine Gottheit, die selber einen Namen besitzt, den wir nennen dürfen, und die uns meint als Individuen. Das im Grunde ist der ganze Sinn einer Geschichte, die uns bei der Hand nimmt und die Welt uns zu Füßen legt als ein mögliches Paradies. Eines gehört unbedingt dazu, einen Hintergrund zu wissen, zu spüren, jederzeit zu fühlen, der möchte, dass wir sind. Die Naturwissenschaften können nur erklären aus Notwendigkeit. Was wir suchen, ist eine Notwendigkeit aus Freiheit. Es muss dich überhaupt nicht geben. Kein Naturgesetz begründet, dass du sein sollst. Wenn es dich gibt und sein sollst, dann einzig, weil ich möchte, dass du bist. Eine Ableitung und Erklärung aus einer unbedingten Liebe. Sie schließt den Abgrund unter unseren Füßen beim Nachdenken darüber, was wir alles wegdenken können, weil es überhaupt nicht sein muss, inklusive unserer eigenen Existenz. Aber im Gegenüber eines anderen Menschen, der uns lieb hat, beginnen wir zu ahnen, unsere Berechtigung. Wir sprechen auch, wenn wir verliebt sind, so zueinander. Man müsste dich erfinden, wenn es dich nicht gäbe. Für mich musst du unbedingt leben. Ohne dich kann ich mich selber gar nicht vorstellen. Das ist der Austausch normaler Worte in der Liebe. Und sie begründen die Notwendigkeit unseres Daseins jenseits der Gesellschaft und jenseits der Natur. Von der Gesellschaft hören wir allenfalls, natürlich muss es dich geben, aber dann musst du fleißig lernen. Die digitale Zeitenwende bis zum Jahr 2050 müssen wir dabei sein. Wir müssen den Industriestandort Deutschland sichern, im Konkurrenzkampf vor allem mit Russen und mit China, im Pazifik. Und an euch, den Jugendlichen, liegt das, es muss euch geben, aber nur wenn ihr tüchtig seid, nur wenn ihr fleißig seid, nur wenn ihr gute Noten bringt, nur wenn ihr etwas Brauchbares erzeugt. Sonst seid ihr Schmarotzer und überflüssig. Ihr müsst tüchtig euch bewähren. Sonst seid ihr Sozialparasiten, das können wir gar nicht brauchen. Nur die Tüchtigen, die Leistungsträger, sozialdarwinistisch die Fittesten, prämieren wir zu ihrer Berechtigung. Und das werden wir ja sehen in diesem Winter, wie die Lohntabelle uns als die Fittesten belobigen wird. Die Gesellschaft ist genauso grausam, blind, rücksichtslos wie die Natur, aus der wir kommen. Zermenschlichen lässt sich das nur durch ein Gefühl der Liebe, das wir ins Unendliche werfen und vom Himmel herabholen im Umgang miteinander. Dann sind wir bei der Geschichte, wie wir denn geworden sind. Sie ist ganz und gar mythisch. Wir könnten im Biologieunterricht den Zwölfjährigen beibringen, wie vor 6 Millionen Jahren sich die Menschen
aus affenähnlichen, schimpansenähnlichen Vorfahren zum Homo sapiens entwickelt haben, eine eigene Geschichte. Was hier erzählt wird, ist charakteristischerweise erneut eine Wesensbeschreibung. Nehmen Sie es genau. Da nahm Gott inmitten einer Welt, die noch gar nicht fruchtbar sein konnte, weil kein Mensch sie fruchtbar gemacht hatte, durch eigene Arbeit und weil es noch nicht geregnet hatte, aus dem Staub der Erde, der Adama, und formte ein Gebilde, das er Adam, den Menschen, nannte. Sie hören völlig richtig. Die erste Beschreibung über unsere Existenz lautet: Nichts anderes sind wir als Staub der Erde. Augenblicklich können wir dabei einen Schrecken bekommen. Wenige Meter weiter sehen Sie die Gräber. Und es gehört zur Beerdigungsformel geradezu. Staub zu Staub. Asche zu Asche. Die katholische Kirche hat sogar den Aschermittwoch am Anfang der sogenannten Fastenzeit mit dem Segen des Aschenkreuzes. Das ist diese Formel. Denke daran, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehrst. Das Entscheidende dabei ist, alles, was wir naturwissenschaftlich über unser menschliches Dasein lernen können, besteht in dieser kurzen Formel. Sie lautet biochemisch: Wir sind nichts weiter als Kohlenwasserstoffkettenmoleküle mit einer Sollbruchstelle in der Zeit und am Ort. Bei jeder neuen Vermehrung der Zelle werden die Telomere am Ende der Chromosome langsam sich verschleißen und, sagen wir, nach etwa 50 Replikationen beginnen Fehler beim Replizieren, treten Krankheiten auf, beginnt der Verfall. Nur Staub der Erde. Alles, was Naturwissenschaft über uns sagen kann, wird diese Formel haben. Außer wir hören, was der Mythos jetzt sagt. Aber Gott nahm sein Gebilde und blies in die Nasenlöcher seinen Odem, seinen Atem. Und so entstand wirkliches Leben. Das müssen wir existenzialisieren. Martin Buber, dessen Übersetzung ich gerade vorgelesen habe, hat in den Schriften zu den Chassidim eine kleine Erzählung überliefert. Es fragen die Jünger ihren Rabbi, wie sie denn das verstehen sollen mit der Schöpfung des Menschen aus Staub und dass Gott ihm den Odem einbläst. Und der Rabbi erklärt ganz einfach: Ihr Schüler müsst zwei Taschen bei euch tragen. In der einen Tasche sollte ein Zettel stehen, auf dem geschrieben ist: Nur Staub der Erde bin ich. In der anderen Tasche ein Zettel, auf welchem geschrieben steht: Aber Gottes Odem atmet in mir. Denn so, ihr Schüler, wenn ihr zu hoch hinaus wollt, besticht euch gewissermaßen der Hafer. Ihr seid voll des Übermutes, ihr überschätzt euch selber, ihr habt kein wirkliches Ziel vor Augen. Dann erinnert euch daran, wer ihr seid: nur Staub der Erde. Aber wenn ihr niedergedrückt seid, liegt am Boden, spürt nicht mehr die Kraft, auch nur aufzustehen, habt kaum noch die Energie, wenn morgens die Sonne aufgeht und ihren langen Schatten in euer Zimmer wirft, die Vorstellung zu erwecken, was denn der Tag euch anders bringen könnte als neue Lasten, Ängste, Schulden, Ärger. Wenn es so steht, dann atmet durch und besinnt euch des anderen Satzes: Aber Gottes Odem atmet in mir. Will sagen, ihr seid unter dem weiten Himmel etwas unendlich Kostbares. Das macht euer Leben aus.
Ihr tragt etwas in euch, aus dem ihr existiert. Und es kommt nicht allein aus Gottes Händen. Es kommt aus ihm selbst. Es ist Teil seines Lebens, dass er euch liebt, euch will, euch in die Arme schließt. Das lässt euch leben. Schafft Zuversicht, Vertrauen, beruhigt die Angst. Das muss sein mit der Angstberuhigung. Denn wohl könnte diese Welt ein Paradies sein, ein Garten Eden. Eden heißt so viel wie Lust oder sogar Wollust. Ein wunderschönes Leben, so wie wir es nur wünschen können. Das wäre der Garten Eden. Und ein Garten deshalb, weil alles darin seine Ordnung hat. An der Stelle darf ich nochmal vergleichen, was in der ersten Schöpfungserzählung, Genesis 1, geschrieben wird. Wir sind gewöhnt, uns vorzustellen, und Sie haben es gelernt, vor allem im dialektischen Materialismus, dass der Mensch nicht geschaffen wurde von einem Gott. Er hat sich selber geschaffen durch Arbeit, durch soziale Arbeit. Dadurch hat er die Naturgesetze kennengelernt und ist selber überhaupt zum Menschen geworden, im Unterschied zum Tier, das so nicht arbeitet. Wenn wir das glauben sollten, wären wir nichts weiter als ein Produkt unserer selbst, aber auch formbar von der Gesellschaft. Wir wären in jedem Falle Produkt. Und alles, was wir an den Universitäten hören, spricht in diese Richtung. Wer bist du? Die Genetiker werden sagen, das Produkt halt der Erbanlagen. Die Psychologen werden sagen, das Produkt der Prägungen aus den ersten Lebensjahren. Die Soziologen werden sagen, die Prägungen haben sich vollzogen durch die Kulturagenten, die deine Eltern waren, nach den Maßstäben der Gesellschaft. Und die Soziologen werden sagen, es ist halt so, wie die Gesellschaft wünschte, so bist du als ihr Abdruck entstanden. Und wo nicht, bessern wir gerne nach. Dafür haben wir ein ganzes Strafregime, es hinzukriegen. Und die Überwachung deiner Tätigkeiten und persönlichen Aktivitäten wird immer dichter werden bis zum Jahr 2050. Digitalisieren heißt auch kontrollieren, regulieren, manipulieren, dirigieren, observieren. Wir können dranbleiben. In allen Fächern sind wir Produkte, Objekte. Entscheidend würde es, dass wir uns begreifen als Subjekte. Wir sind gemeint. Wir sind etwas Unvertauschbares, absolut nie Wiederholbares. Schon deshalb unendlich Kostbares, weil es sich niemals mehr wiederholen lässt. Auch das ist die Entdeckung, die Sie sofort machen, wenn Sie jemanden in Ihr Herz schließen. Diese Frau, diesen Mann gibt es kein zweites Mal. Auch das können Sie sogar naturwissenschaftlich begründen. Wenn es im Winter kälter wird und die Schneeflocken auf die Erde fallen und Sie säen sie an durch ein Mikroskop, fänden Sie kein einziges Schneeflöckchen genauso wie ein anderes. Sie hätten lauter Kristallspiele vor sich, immer im Unterschied. Eigentlich ist alles in der Welt individualisiert, das existiert. Aber nun im Menschen, in Gottes Odem, hat es ein Bewusstsein, seine Einmaligkeit, möchte entdeckt werden in seiner Unveräußerlichkeit, möchte wahrgenommen werden in seiner Unvertauschbarkeit. Das macht uns zu Menschen. Und davon spricht ein einziger kleiner Satz. Nahm vom Staub der Erde und atmete sein Odem hinein. Die Erde ist ein Garten, von der wir hören, dass der Mensch ihn bedienen und bewahren soll. Das ist so unglaublich, dass ich eigentlich nur wünschen könnte und fast vor Enttäuschung bis hin zur Grenze der Verärgerung anmahnen möchte, dass die Theologen wenigstens verstünden, was sie in ihrer eigenen Bibel hier vorgelegt bekommen. Wir sind gewöhnt, das menschliche Dasein besteht darin, die Natur zu bearbeiten, zum Nutzen und im Kampf ums Überleben. Wir müssen Produkte herstellen, um existieren zu können. Das ist der Sinnauftrag des Menschen. Die ganze Gesellschaft braucht Arbeiter. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da spricht man manchmal auch von Arbeit.
Aber im Grunde verwendet man gerne ein altes jüdisches Wort. Mehr oder minder das plattdeutsche Ruhrgebiet enthält viele Elemente des Jiddischen. Und da heißt Arbeit Maloche. Und jeder hört, das kann kein gutes Gotteswerk sein. Das ist eine gottverdammte Maloche. Das macht man auch nicht gerne, sondern unter Zwang. Nicht nur, weil es eine Klassengesellschaft und weil es Ausbeutung gibt, sondern weil alles Arbeiten eine mühselige Abringung von Überlebensressourcen auf Kosten der Natur, aus dem Schoße der Natur darstellt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie hier hören. Es geht nicht darum, die Natur zu bearbeiten auf menschlichen Nutzen hin. Es gilt, die Natur selber zu bedienen, zu bewahren. Wenn ich eben noch sagte, wir sind so geschwind, dass wir in 40 Jahren die Hälfte aller Lebewesen auf dem Zwergplaneten Erde ausrotten. Wir sind so geschwind, dass wir die Schöpfung von 60 Millionen Jahren Amazonas-Urwald von der Kreidezeit bis heute in 60 Jahren abschaffen können. Verstehen Sie, was es heißt? Arbeiten an der Natur. Da ist nichts mehr gratis, hat nichts mehr Wert, außer durch menschliche Arbeit. Da ist die Welt kein Garten, sondern eine riesige Industriefabrik auf der Suche nach Rohstoffen und deren Anwendung und Umwandlung. Wenn Sie selber einen Garten noch haben, verstehen Sie sich plötzlich ganz anders. Sie arbeiten darin schon wohl, aber doch nicht in der Art der Maloche. Sie wollen wirklich etwas produzieren. Dieser Tage noch schenkte mir jemand etwas, von dem er öfter gesprochen hatte, die ersten Tomaten. Er hat sie geerntet in seinem Garten, hat sie beschützt, wenn es angefangen war zu regnen, freute sich, wenn die Sonne schien. Die ersten Tomaten, die werden nicht bearbeitet, die werden, damit sie wachsen können, bedient. Die werden bewahrt. Das ist ein Garten. Und nun sollten Sie sich vorstellen, wir benehmen die Welt, die Gott uns zu Füßen legt, als ein solcher Garten. Es wäre zu Ende mit der Wüstenei, die wir da anrichten. Bedienen und bewahren. Das wäre das Verhältnis von Mensch und Natur. Vollkommen anders, als Sie es in unserer Gesellschaft beigebracht kriegen, in jeder Schulstunde lernen sollen, philosophisch deduziert bekommen. Um uns als Menschen wiederzufinden, brauchen wir einen anderen Hintergrund, ein anderes Selbstverständnis und eine andere Perspektive auf die Welt, die uns umgibt. Eingesprengt ist jetzt eine Geschichte, die ich überspringe. Von 4 Paradieseströmen ist die Rede. Einer dieser Ströme, Gishon und Pishon, umfließt das Goldland, Chabila, wo man auch Edelsteine finden kann. Das hat man archäologisch natürlich finden wollen. Ob sie in Südanatolien liegt, ist zweifelhaft. Uns auch vollkommen egal. 2 andere Flüsse kennen wir. Hridekel und Frat ist auf ihrem Atlas eingezeichnet als Euphrat und Tigris, das Zweistromland. Was die Bibel damit wirklich meint, können Sie am einfachsten ersehen erneut aus den Mythen der Völker. Wir haben es zu tun mit 4 Strömen. Und damit ist gegeben eine Einordnung der Welt, nicht im Sinn der Geografie, sondern der Richtungsvorgabe nach 4 Dimensionen. Das findet sich wieder zum Beispiel in den Erzählungen der nordamerikanischen Indianer. Sie meinen nämlich, dass unser Dasein zu verstehen bedeutet, zu begreifen, dass alles sich vollzieht in den 4 Richtungen, in denen am Horizont wir Orientierung nehmen können, im Kreise. Die Erde wird beschrieben durch das Umlaufen von Wassern in 4 Richtungen, 4 Strömungen aus einem Ursprung. Zum Beispiel erklärt einer der Indianerschamanen Black Elk, dass die Indianerzelte alle rund sind. Und er begründet das mit den 4 Himmelsrichtungen. Du trittst ein und die Farbe des Eingangs des Zeltes
ist rot. Wie bei der Geburt, wie beim Sonnenaufgang. Dann gehst du weiter und seine Farbe wird gelb, wie der Höchststand der Sonne am Firmament. Noch ein Stück weiter und du begibst dich nach Westen und seine Farbe wird weiß, so wie des Menschen Haar im Alter erbleicht und wie vom Westen die Blizzards den Schnee über die Prärie treiben. Dann weiter wendest du dich nach Norden und seine Farbe ist dunkel. Aber du wirst weitergehen bis zum Sonnenaufgang, bis zum Beginn des neuen Lebens. Du umschreibst dein Indianerzelt nicht nur als deinen Raum, in dem du bist, sondern als das Verständnis, in dem du selber existierst. Deshalb auch sind alle Indianerzelte im Stamm kreisförmig angeordnet. Sie geben wieder den Lauf der Sonne, ein ständiges Gefüge, das in sich selber kreist. Eine Zeit, die nicht endet, sondern sich zu einem Ring zusammenschließt. Und wir dürften jetzt sagen, wenn wir existieren, einzig aus der Liebe Gottes, könnten wir den Umlauf der Sonne an jedem Tag, im Verlauf jedes Jahres, im Verlauf der wenigen Jahre, die wir existieren, wie den Ring der Liebe an unserer Hand als ein Vermächtnis der Treue und der Gemeinsamkeit begreifen. Nun gibt es eine Merkwürdigkeit. Von Gott sind wir gewöhnt zu denken als dem Ewigen, Absoluten, der den Grund seiner Existenz in sich selber trägt, der keinerlei Ergänzung braucht. Das ist sehr wichtig für die Bibel. Jahwe, die Gottheit in der Bibel, hat kein Gegenüber nötig. Im Unterschied zu den Mythen der Völker. In Indien etwa wäre Shiva, der Gott, der in Südindien verehrt wird, dem Wortspiel im Hindi entsprechend ein Shava, ein Leichnam, ohne seine Gattin, Parvati Kali, die wunderschön ist, aber höchst ambivalent. Sie zeugt das Leben, aber damit auch den Tod. Nur in der Einheit mit Parvati Kali ist Shiva kein Shava, sondern ein wirklicher Gott der Lust, der Sexualität, des ewigen Kreislaufs im Kommen und Werden, der Trost auch im Tod. Der Gott Shiva ist der Gott der Wiedergeburt. Am Ganges können Sie das sehen, wie dort in den Gassen von Benares die Leute sitzen vor ihren kleinen Tellerchen und warten auf den Tod und möchten beigesetzt werden im Ganges als dem Strom der Shiva. Ihre Asche soll dort getragen werden zu der neuen Geburt in den Händen des Gottes, der beides in seinen Händen hält, Anfang und Ende. Das alles ist sehr sinnvoll. Vieles trägt sogar dazu bei, den Text, den Sie schon gehört haben, zu begreifen. Aber ein Unterschied ist absolut. Der Gott der Bibel braucht kein Gegenüber, weil er in sich selber gründet. Absolut ist. Die Geschichte, die wir jetzt hören, ist fast humorvoll, ironisch. Es gibt etwas, das Gott scheinbar von sich selber her nicht wissen kann. Er braucht kein Gegenüber, weil er Gott ist. Aber jetzt hat er etwas geschaffen, das bestimmt kein Gott ist, sondern halb aus Erde, halb aus Gottes Atem selber. Und dieses neue Gebilde, das er gemacht hat, kommt nicht aus ohne ein Gegenüber. Ist absolut anders. Das muss Gott lernen an seiner eigenen Schöpfung. Diesem Text zufolge. Ich lese einfach vor, wie er weiter sich erzählt. Er, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, ihn zu bedienen und zu hüten.
und Jahwe die Gottheit gebot über den Menschen, sprechend: Von allen Bäumen des Gartens magst essen, du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du von ihm issest, musst du sterben. Sterben. Jahwe, die Gottheit, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm als Gegenüber. Wenn ich jetzt nicht sofort weiterlese, sondern eine kleine Pause mache für Ihr Nachdenken, und wir wären sozusagen im vierten Schuljahr, Religionsunterricht, unter der Aufforderung: Erzählt weiter, was Gott machen wird, bin ich mir sicher, Sie würden auch als Erwachsene jenseits des vierten Schuljahrs sagen: Na klar, Gott hat die Frau erschaffen. Warum ist das alles so anders, wie es jetzt kommt? Merkwürdig umständlich. So nämlich: Jahwe, die Gottheit, bildete aus dem Acker alles Lebendige des Feldes und allen Vogel des Himmels und brachte es zum Menschen, zu sehen, wie er es nennen werde. Denn wie alles der Mensch es nennen würde, als ein lebendes Wesen, so sollte sein Name sein. Der Mensch rief mit Namen allem Herdentier und dem Vogel des Himmels und allen Wildlebenden des Feldes. Aber für einen Menschen fand sich keine Hilfe ihm gegenüber. Die simple Frage ist: Warum so umständlich, lieber Gott? Wenn du schon weißt, dass es für Adam, den Menschen, nicht gut ist, allein zu sein, warum nicht gleich so? Was soll das ganze Hin und Her mit allen Tieren und der Namensvergabe? Weil, noch einmal, gegen unser Selbstverständnis, dass wir Gehorsam aus dem ersten Schöpfungsbericht beigebracht bekommen und beibehalten haben. In diesem Text konträr, etwas ganz Entscheidendes, im Gegenteil, zu lernen und zu beherzigen ist. Die Welt ist ein Garten einzig, wenn wir die Erde bedienen und bewahren. Das ist das Gegenteil von kapitalistischer Ausbeutung nach dem Wachstumsprinzip und nach dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom Jahre 2006. Das ist mal innehalten, Respekt gewinnen, schonen, Mitgefühl haben. Und wo sollen wir das lernen? Bei den Bäumen, bei den Zitronen, bei den Tomaten, wie ich eben sagte, alles möglich. Aber entscheidend ist: etwas Lebendiges bräuchten wir für unser Mitgefühl. Und jetzt hören Sie etwas, das nicht umständlich ist, sondern die beste Pädagogik, die unserer Spezies werden könnte. Denn Sie verstehen es richtig. Alle Tiere schafft Gott, wenn denn die Welt als Garten begreifbar bleibt, auf der Suche des Menschen nach einem Gegenüber, seines Gefühls, der Güte, der Gemeinsamkeit, des Verständnisses, der Zärtlichkeit. Das ist der Sinn der Begegnung des Menschen mit den Tieren. Hier, dafür überhaupt nur sind die Tiere da, wenn Sie den Text wörtlich nehmen. Das ist schlechterdings das Gegenteil von allem, was man uns beibringt. Wie geht man mit Tieren um? 100.000 Hühner in den Fabriken zum Eierlegen, klar doch. 6.000 Schweine zum Schlachten, klar doch. Kühe, klar doch. Und so müssen wir machen, das ist im Kapitalismus der einzige Zweck, den Tiere überhaupt haben können. Der Rest ist zu emotional, irrational, gefühlig. Das ist eine Philosophie für Weicheier, aber nicht für ordentlich, wirtschaftlich, korrekt denkende Menschen, nicht für Politiker. Hat man nicht schon gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen? Jetzt kommt es Ärger. Mit dem ganzen Alten Testament von der zweiten Seite an kann man diese Politik gar nicht machen, darf sie überhaupt nicht machen.
erklärt man das reine Missverständnis, weil man überhaupt nicht verstehen will, wie Menschen glücklich werden könnten. Ein Atheist, 1840 Schopenhauer, immerhin, hat das gesehen. Wie die Menschen mit den Tieren verfahren, gestützt sogar auf Texte der Bibel, handeln nicht so, wie sie es als Menschen sollten. Das ist roh, brutal. Und wer sich im Umgang mit den Tieren die Gefühle abgewöhnt, der hat sie auch nicht mehr im Umgang mit den Menschen. So viel ist klar. Sollen wir es als Warnung aussprechen? 6. August 1945, 8.15 Uhr über Hiroshima, wird aus der Enola Gay die erste Atombombe gezündet. Mehr als 100.000 Menschen starben. Das ist nicht genug. Das muss man besser machen. 1952 haben wir eine Bombe, die kann beliebig hundertfach, tausendfach Hiroshima auf die Erde werfen. Die Sonnenenergie können wir vom Himmel holen. Die Verschmelzung vom Wasserstoff zu Helium können wir nützen als Sprengmaterial. Um das auszuprobieren an Menschen, hatte man nötig, 40.000 Wirbeltiere mitzunehmen, um zu sehen, was passiert, damit wir es richtig effizient auf Menschen auch anwenden können. In welcher Entfernung platzen die Trommelfälle? In welcher Entfernung ist die thermische Strahlung so, dass sie die Haut vernichtet? In welcher Entfernung sind die genetischen Schäden in wie vielen Generationen aufzuspüren? Das alles müssen wir wissen, damit wir richtig töten können. Wenn uns Tiere nicht interessieren, wussten Sie schon, dass wir bei der Bundeswehr unsere Waffen als erstes ausprobieren an Tieren, an Schweinen mit Vorliebe, die sind so ähnlich wie die Menschen. Davon darf man gar nicht sprechen. Aber Schopenhauer hat recht. Mitleidlosigkeit mit den Tieren macht mitleidlos mit den Menschen. Tolstoi hat recht. Solange es Schlachtfelder gibt, so lange wird es auch umgekehrt. Solange es Schlachthöfe gibt, so lange wird es auch Schlachtfelder geben. Es geht um den Umgang mit allem Lebenden. Und dann könnte ich es fast als Beaumont sagen. Die Tiere werden zugeführt dem Menschen als dem Manne. Wäre es denkbar, schon mal zur Empfehlung des Umgangs von Mann und Frau miteinander, nicht ganz gendergerecht, aber menschlich sehr empfehlenswert. Es verdiente ein Mann, eine Frau als Gegenüber, allererst dann, wenn er gezeigt hätte, wie er im Umgang mit Tieren freundlich, zärtlich, verständnisvoll und gütig umzugehen wüsste. Ein Schreihals, der nur seinen Hund kommandiert, verdient nicht, sich zu verheiraten. Es wäre die Lehrstunde der Menschlichkeit, im Umgang mit den Tieren Zärtlichkeit zu lernen. Was ich da sage, ist Ihnen nicht ganz unbekannt. Sie entsinnen sich, als Sie richtig verliebt waren, über beide Ohren, wie Sie füreinander Namen gefunden haben und mit Vorliebe Tiernamen. Dann war der andere das Mäuschen, das Kätzchen, das Häschen. Erst wenn es ganz schief ging, nach 20 Jahren Ehe, konnte er auch benannt werden, fast wie am Anfang des Nibelungenlieds, der Wanderfalke. Die Frau konnte für den Mann ähnliche Namen auf Lager haben. Wenn es schlimm kam, sind es die Worte, die ich gar nicht aussprechen möchte. Aber sonst konnte er sein. Mein Hirsch, mein Tiger, irgend sowas Fantastisches, Starkes jedenfalls, Abenteuerliches. Man lernt die Liebe schon als Kind im Umgang mit den Tieren. Und jedes Kind weiß das. Das Erste, was es unterscheiden lernt, ist, dass etwas sich bewegt von innen her. Nicht wie das aufgezogene Spielzeug, sondern von innen. Nicht mit der eigenen Hand, sondern weil es lebendig ist. Der erste Unterschied kindlicher Wahrnehmung besteht darin, und Kinder alle lernen das Lieben im Umgang mit Tieren. Ganz sicher, weil die lebendig sind. Dann lernen sie etwas dabei als Nachkorrektur. Adam gibt den Tieren einen Namen. Und so wie er sie nennt, so sollen sie heißen. Erneut. Unsere Theologie, ausnahmslos, ich kenne keine andere Ausnahme, ohne meinen eigenen Kommentar zur Stelle, die Strukturen des Bösen, wo nicht behauptet würde,
Wenn Adam den Tieren einen Namen gibt, kann man das verstehen wie im Märchen vom Rumpelstilzchen. Man kennt den, den Namen des Gnoms und dann kann man seine Herr werden, wie die Königstochter. Namenvergabe ist Machtausübung. So wie im chemischen Labor die neue Formel, die jemand entdeckt hat, in einer Molekularverbindung dazu taugen mag, einen neuen Kunststoff zu produzieren. Wissen ist Macht. Roger Bacon hat uns das beigebracht. Wer also über einen Namen verfügt, hat Herrschaftswissen gespeichert. Also stehen die Tiere uns zur Verfügung. Wir wissen, wie sie leben, wir wissen, wie man mit ihnen umgeht. Wir haben Tierärzte, die unsere Massenfabriken bei der Tierhaltung am Lebendigen halten. Und wir müssen es machen, können es machen. Und wir haben es. Wir brauchten wieder den Kommentar von den Mythen der Völker, um zu lernen, wie anders, ganz sicher anders dies gemeint ist. Auf den Plains in Nordamerika konnten die Sioux-Indianer erzählen, dass alle Lebewesen, die Blumen der Prärie, die schnaubenden Büffel im Winter, die ziehenden Wolken am Himmel, ihre eigenen Lieder haben. Und in den Tänzen erlaubten sich die Indianer die Lieder der Blumen, der Tiere, der Wolken zu Gehör zu bringen und aufzuführen. Nichts von all dem, was existiert, darf ausgerottet werden, sonst würde der Symphonie des Alls ein wichtiger Teil in ihrer Partitur entzogen werden. Sprechen mit den Tieren, Namenvergabe der Tiere, wäre eine Art poetische Musikalität, ein Einschwingen in das, was der andere zu sagen hat. Eine zutiefst dichterische, gefühlsbesetzte Beziehung der Einvernahme und des Einverständnisses. Nochmal wage ich das zu sagen mit ein paar Worten von Rilke, um den Unterschied zu markieren. Ich habe Angst vor der Menschen Wort. Sie drücken alles so fasslich aus. Denn dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Anfang und das Ende ist dort. Mir bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was ist und was war. Kein Berg mehr ist ihnen noch wunderbar. Ihr Garten grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr fasst sie an. Sie sind kalt und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Begreifen Sie den absoluten Unterschied der Namenvergabe in Gedicht, Melodie, in Resonanzschwingung auf die Schönheit dessen, was jedes Lebewesen uns zu sagen hat. Das wissen Sie, Ihr Kätzchen, wenn Sie gleich nach Hause kommen, streichelt Ihnen um die Füße und wie es Sie anschaut, wissen Sie, was es Ihnen sagen möchte. Gott sei Dank, dass du wiederkommst. Jetzt ist die Nacht für mich gerettet. Es ist schön. Und ich möchte dir nur zeigen, dass du zu mir gehörst. Dies ist ja eigentlich mein Revier, das ich dir erlaube zu betreten. Aber jetzt verstehen wir uns wieder. Das sehen Sie an den Augen, hören Sie am Schnurren. Sie begreifen es. Und Ihr Kätzchen begreift, in welcher Laune Sie nach Hause kommen. Wenn es ärgerlich ist, wird die Katze weglaufen. Wenn Sie freudig nach Hause kommen, wie ich es hoffe, mit diesem Vortrag zu erreichen, haben Sie ein freundliches Kätzchen bei einer freundlichen Begrüßung. So sollte es sein. Sie verstehen, welch eine Art von Schöpfungsverständnis und Selbstverständnis dahinter steht. Und nun kommen wir in den Teil, der am Wesentlichen natürlich zu besprechen ist. Was machen wir mit unserer Einsamkeit, unserer Verlorenheit? Die war schon in der ganzen Schöpfung. Die rief nach Gott, dass er sich uns zeige. Aber die Art, wie er das tut,
ist die Zufügung eines anderen Menschen. Was ich jetzt vorlese, hat den Ärger vor allem feministischer Theologinnen gefunden, sehr zu Unrecht, wie ich gleich zeigen werde. Poetische Bilder kann man nicht dahin befragen, ob sie politisch korrekt sind und in die Zeit passen, wie man sie ideologisch zurechtschustern könnte. Sie müssen genauso wie die Sprache der Tiere aufgenommen werden, als der Teil einer Musik, der durch die ganze Welt geht. So nämlich erzählt sich's weiter. Für einen Menschen aber fand sich bei den Tieren kein Gehilfe als sein Gegenüber. Die Hilfe ist wohlgemerkt keine arbeitstechnische, sondern das Hilfreiche in der Existenz des anderen liegt darin, dass er als Gesprächspartner, als Gegenüber, als Partner im Dialog in Frage kommt. Das ist die wesentliche Hilfe für unser Leben. Ich sage das nochmal, weil wir in einer Zeit existieren, wo so viele Hilfsleistungen uns angeboten werden, vor allem im medizinischen Raum kaum noch zu überschauen. Der Herbst naht und jetzt geht's los, was uns alles an Hilfen wird, gar nicht absehbar, wir hören Herrn Lauterbach zu, und was wir alles tun müssen, um gesund zu bleiben. Könnte man denken, die allerwichtigste Hilfe, sogar im Krankheitsfalle, wäre ein Mensch an unserer Seite, eine Hand, die sich in unsere legt, beim Einschlafen, Augen, die noch auf uns ruhen, wenn wir die unseren schließen, Worte, die leise in unser Ohr dringen und wir hören da drin das Wohlwollen, den Klang einer uns vertrauten Stimme. Darüber hat man nie nachgedacht. In Corona ist die Umarmung verboten, das Händegeben verboten, alles unhygienisch verboten. Eine Maske muss man tragen, verboten, einander ansehen, verboten, Annäherung verboten. Tja, es mag gut sein, ein Virus zu stoppen. Das Immunsystem, das dazu eigentlich geschaffen ist, wird dadurch hochbelastet werden. Ein Mensch an unserer Seite wäre in allen Fällen die allerbeste denkbare Hilfe. Und ohne die eigentlich kommen wir nur ganz mäßig aus. Ich muss gar nicht mich als Psychoanalytiker begreifen, um zu sagen, wenn jemand unglücklich ist im Alleinsein, im Verlust der Liebe, hat das psychosomatisch Auswirkungen von hoher Belastungsintensität. Und es ist in unseren Gesundheitsfabriken, die wir Krankenhäuser nennen, bei mangelndem Personal, bei mangelnder Pflege, bei mangelnder Versorgung mit entsprechender Entlohnung, nicht abzusehen, wie daran wesentlich etwas zu bessern sei. Selbst als Psychotherapeut bezahlt werden die in 10 Minuten Gespräch, als Arzt meine ich, 10 Minuten. Das ist zu wenig. In den 10 Minuten begreifen Sie noch nicht mal, woran der andere wirklich leidet. Ja, ja, klar, schon an seiner Leber, aber das liegt daran, dass er zu viel getrunken hat. Also muss er damit aufhören. Fertig, in 10 Minuten kriegen Sie das hin. Nur warum trinkt er denn so viel? Uninteressant, er muss es lassen. Die ganze Medizin. So könnten wir dranbleiben, um zu verstehen, was jetzt sich in göttlicher Absicht erklärt. Zärtlichkeit zu Lebewesen, wie vielen Menschen im Übrigen in ihrer Einsamkeit, im 5. Stockwerk ihres Hochhauses, nachdem ihr Gatte, ihre Gattin längst gestorben ist, kann ein kleines Tierlein ein unendlicher Trost sein. Ein Singvogel, ein Hamster, ein Kätzchen, irgendetwas, das auf sie wartet und lebendig ist. Vor Jahren erzählte mir eine Frau genau so, dass es mich noch gibt, liegt daran, dass ich beim Öffnen der Gasleitung den Knuffi gesehen habe. Das war der Name ihres Hamsterchen. Der wäre dann hier mitgestorben. Das konnte ich nicht machen. Ihr Leben war ihr egal. Aber nicht irgendetwas, das lebendig ist und das ihr lieb hatte. Das ist Namen geben. Den Tieren. Knuffi. Geht doch. Ist magisch genug, das eigene Leben zu retten, wenn man verzweifelt ist. Wir müssen ein Stück weiter in der Erzählung machen. Da senkte Jahwe, die Gottheit, auf den Menschen ein Tardema, das ist ein Schlaf wie ohne Aufwachen.
Das gibt es in der ganzen Bibel, im Hebräischen nur noch einmal, soweit ich weiß, als Jona einschläft, völlig verzweifelt auf der Flucht vor Gott im Bauche des Schiffes. Das ist ein Gefühl, nicht mehr leben zu wollen. Es ist Schluss, man vegetiert, existiert, aber eigentlich gar nicht mehr. Man schaut weg nur noch nach innen und will alles nicht mehr sehen. Es hat keine Zukunft, keinen Sinn. Das könnte so ein Tardema sein, ein Tiefschlaf. Wenn Sie in Melancholie hineingeraten, sind das ähnliche Gefühle. Sie haben nicht mehr die Kraft aufzustehen. Das macht ja doch alles keinen Zweck. Warum sollten Sie? Wenn so ein Gefühl da ist, möchten Sie am liebsten nur noch schlafen. Übrigens in dem Abspulen der Phasen im Tagesverlauf werden Sie bei wirklich Depressiven das Merkwürdige finden, dass Sie morgens unendlich depressiv sind, aus diesem Schlaf eigentlich gar nicht herauskommen. Alles ist bleischwer, müde, schwerfällig. Am Abend dann, gegen 18 Uhr, beginnt so etwas wie ein nicht fröhliches Leben, aber die Bleischwere in den Gliedern hört ein bisschen auf. Nicht, weil das deutsche Fernsehen Entspannung böte, weit ab, daran kann es nicht liegen, aber im Grunde, dass man nicht mehr arbeiten muss, dass die Schuldgefühle aufhören, nur noch im Bett zu liegen. Jetzt hätte man die Erlaubnis, alle anderen arbeiten ja auch nicht mehr. Und die Befreiung von der Last, dem drückenden Stress, der Unlust mit anderen zu tun zu haben, kann schon als Erleichterung wirken, weniger Melancholie und Depressionen zu empfinden. Alles nur Kommentar zu einem einzigen hebräischen Wort. Ja, wie die Gottheit senkt einen solchen Schlaf der Schwere über Adam. Er ist allein, das hat er begriffen. So ist kein Leben, das spürt er deutlich. So kann es nicht weitergehen, das weiß er, aber er kann es nicht ändern. Jetzt muss Gott machen, was er bei seinem Geschöpf gelernt hat. Es braucht ein Gegenüber. Also, dann nahm Jahwe die Gottheit von seinen Rippen eine und schloss Fleisch an ihre Stelle. Jahwe die Gottheit baute die Rippe, die er vom Menschen nahm, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Der Mensch sprach, diesmal ist sie's. Bein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Die sei gerufen Isha, Männin, hebräisch gegendert, Isha. Denn vom Ish, vom Manne, ist sie ja genommen. Bis dahin, es kommen noch zwei Sätze, die uns so etwas anbieten, wie eine Regel im Zusammenleben für Verheiratete oder solche, die es werden möchten. Was Sie hier hören, ist die Darstellung der Beziehung der Geschlechter. So viel ist klar. Wovon Sie gar nichts hören, ist, was wir heute daraus machen. Es gibt Mann und Frau. Schon das kann man bezweifeln. Man kann wünschen, wer man sein will, und das kann heute Morgen anders sein als vorgestern. Und wir müssen auch so sprechen, dass die Unterschiede gar keine Rolle mehr spielen. Wir brauchen Biologen. Die können uns sagen, wie Frau Nüßlein in der Charité in Berlin, es gibt biologisch nur zwei Arten, Männer und Frauen. Und das kann man nicht ändern. Darf man Biologie noch sich leisten in einer Welt der wünschbaren Machbarkeit, in die wir hineindrängen mit Geschwindigkeit, eine Zeitenwende, wir sind die Herren der Schöpfung, wir machen aus uns, was wir machen, wir können alles und wir machen alles und wir müssen alles machen. Dann sind die Unterschiede natürlich aufzuheben. Dass wirklich Frauen Kinder gebären, war schon bei Aldous Huxley in Brave New World verdächtig, das war primitiv, irgendwo Indianer gebaren noch, Menschen, das geht in der Retorte viel einfacher. Männer und Frauen sind völlig unnötig, in der Retorte. Das kann die Zukunft sein. Die tapfere neue Welt, wir sind voll dabei, die Horrorfantasien von Zukunftsfiktion in Romanform bei Weitem zu übertreffen.
mit 1984 von Orwell sowieso, mit Aldous Huxley aus den 30er Jahren genauso. Und wir finden nichts dabei, als wenn es unser Wunsch wäre. Das Problem ist, die Frauen sind hier unterbewertet. Jetzt lasse ich mal den ganzen Zorn der Unterdrückten los. Hier steht's doch. Die Frau ist nichts weiter als das Rippchen des Mannes. Normalerweise kommt ein Mann aus dem Schoß einer Frau zur Welt. Hier muss alles umgedreht werden. Das ist der Patriarchalismus des Alten Testamentes. Als käme die Frau aus dem Mann, ungeheuerlich. Es wird alles auf den Kopf gestellt worden. Selbst wenn der Zorn gerechtfertigt wäre, müsste man immerhin zugeben, dass eine Frau dieses in Alleinstellungsmerkmal kann. Kinder lebendig zur Welt bringen, können Männer nun mal nicht. Stimmt. Wäre der Vorzug der Frau. Kann sie aber auch sich selber wegnehmen lassen, indem sie irgendwas anderes macht, das ihr nützlicher vorkommt, jedenfalls mehr Geld einbringen würde. Die Texte so zu deuten, ist grundverkehrt, denn wir haben es mit einem Mythos zu tun. Die Antwort lautet, wie lässt sich Einsamkeit überwinden? Und eine Antwort kennen Sie längst schon, einzig durch Liebe, durch Zusammengehörigkeit, durch Zärtlichkeit, durch Sensibilität, durch Rücksichtnahme, durch Einswerden im Anderen. Und das erzählt die Geschichte im Grunde. Warum gibt es die Liebe? Wenn Sie bei Eheschwierigkeiten die Partner mal fragen, warum seid ihr denn überhaupt noch zusammen? Alle paar Tage gibt es großen Ärger. Ihr begreift selber nicht, warum. Aber es gibt ihn. Und die würden sagen, ja, eigentlich nur noch, weil eine Scheidung zu teuer wäre. Es hätte steuerliche Nachteile. Oder weil dann mit der Wohnung die Heizung jetzt gerade im Winter Schwierigkeiten würde, wenn wir getrennt wohnen. Dann können Sie sicher sein, mit der Beziehung hat es nicht viel auf sich. Selbst wenn jemand sagen würde, es liegt halt daran, ich habe die Treue versprochen. Ist bei Katholiken und Protestanten anders. Katholiken können sich niemals scheiden lassen, wenn ihre Ehe als Sakrament geschlossen wurde. Hat Martin Luther mit Sympathie für den Landgraf Philipp von Hessen geändert. Heinrich der VIII. Sowieso. Bei Katholiken gilt das immer noch. Ein Treueversprechen am Altar ist, wie wenn Gott durch die Liebe der Menschen etwas Unauslöschliches wirkt, ein Sakrament. Wenn davon die Rede geht, müssten wir als erstes die Frage, warum lebt ihr noch zusammen, so beantworten, wie es der Text hier nahelegt. Weil mir der andere fehlen würde von Grund auf, wenn es ihn nicht gäbe. Das ist das Bild. Es geht nicht um das Rippchen, es geht darum, dass in der Nähe des menschlichen Herzens, dem Menschen, jedem Menschen, ob Mann oder Frau, etwas Wesentliches fehlt, wenn er es nicht wiederfindet in der Gestalt, die daraus Form angenommen hat, im Anderen und unter den Händen Gottes ihm zugefügt wurde. Wovon wir hier sprechen, ist nicht die Romantik, sondern die Realität wirklicher Liebe, beschwörend uns selber den Garten des Glücks, in dem wir leben könnten, nicht zu verraten, sondern zueinander zu finden, gerade so. Wenn wir sagen, ich liebe den anderen, weil er mich braucht, er ist krank, er hat mit 57 Gefährdung zum Herzinfarkt, ich muss für ihn da sein, ist das karitativ gut gesprochen, menschlich hochachtenswert. Aber eine energische Liebe ist gewissermaßen andersherum. Ich brauche den anderen, weil ich in ihm das finde, was ohne ihn mir fehlen würde. Eine Liebe ist dann ganz stark, wenn sie in der Ergänzung des anderen ersetzt, woran ich selber Mangel fühle. Dann fügt es sich nicht nur harmonisch, sondern wirklich als Lebensgemeinschaft unauflöslich ineinander. So spricht hier dann auch Adam, ein Ausruf jubelnder Hochzeitsstimmung. Diesmal ist sie, soll heißen, das mit den Tieren war ein nützlicher Versuch, aber nun haben wir es wirklich. Denn sie ist genau wie ich selber. Dieselbe Substanz, dieselbe Wesensart.
hier ausgedrückt, fast materiell, dieselben Knochen, dasselbe Fleisch, ganz wie ich, bis auf einen einzigen Unterschied. Sie ist ich in der Gestalt des völlig anderen als Frau, als Männin, als Isha. Da sind wir wieder im Ruhrgebiet beim Jiddischen. Da spricht man von Frauen als den Ischen. Ist auch schon in Berlin geläufig, wenn Sie dahin mal kommen. Ische ist so viel im Jiddischen wie Frau und ist da ganz verachtend gemeint. Hier höchst achtungsvoll. Sie ist ein Mann in ganz anderer Art, und zwar Gott sei Dank, weil sie eine Frau ist. Und umgekehrt könnte die Frau jetzt sagen, mein Mann ist ganz wie ich, aber Gott sei Dank nicht eine zweite Frau, nicht ein Klon von mir, sondern in der Andersartigkeit, das, was meine Fehler, meine Begrenztheiten, mein Mangel, all die Dinge, die ich nicht kann, die ich nicht fühle, die man mir abgewöhnt hat, durch sein Wesen ergänzt. Das ist ein schöner Satz, den ich vorige Tage mal zugeschickt bekam und ihn lesen durfte. Jemanden lieben bedeutet, ihm die Lieder vorsingen und vorsummen, die er beinahe schon vergessen hat, und ihn einladen, sie mitzusingen, sie mitzusummen, bis es zum Klang zweier Stimmen wird, und ihn dann dahin zu bringen, dass er wie auswendig den Gesang dessen, was er in sich vergessen zu haben meinte, von alleine singt und summt und dir zurückträgt. So wäre Liebe. Es fehlt uns etwas, das zu uns gehört, das spüren wir genau. Das meiste, was wir Neurose nennen, ist das, was man uns aberzogen hat, gar nicht zugelassen, nicht erlaubt hat, verstellt hat. Du musst aber erst einmal. Am leichtesten findet sich's im anderen wieder. Lieben bedeutet, sich nochmal ganz neu entdecken zu dürfen, uralte Ängste aus Kindertagen abzustreifen. Und die Gefahr liegt darin, dass wir festgefroren in den alten Prägungen, das, was wir mit Angst und Schuldgefühlen zu verbinden gelernt haben, auf den anderen übertragen. Die meisten Schwierigkeiten bei Missverständnissen zwischen Mann und Frau in der Ehe haben darin ihren Grund. Die Betreffenden können kaum merken, was da geschieht. Es ist scheinbar so sinnlos. Aber genau so ist es. Vor längerer Zeit erzählte mir eine Frau, wie sie ihrem Mann begegnet war. Es war das erste Mal, dass sie zusammen irgendwo übernachtet hatten. Er wollte nicht, wer weiß was von ihr. Er hatte lediglich sich erlaubt, sie lag gerade im Bett über ihren Rücken ganz vorsichtig zu streicheln. Mit den Fingerkuppen. Ganz leise, es war eine Anfrage, ja gewiss. Aber sie sprang aus dem Bett. Vor lauter Angst, sie schrie. Der Mann wusste überhaupt nicht, was war. Er hörte den Vorwurf, du bist ein Wollüstling, eine Sexorgie willst du, das mache ich überhaupt nicht. Du bist auch nur ein Schwein, wie alle Kerle. Dadurch war der Mann jetzt beleidigt, er floh auch aus dem Zimmer. Die erste Begegnung zwischen den beiden wäre beinahe schon das Ende gewesen. Dennoch fanden sie zueinander und die Erklärung war eine ganz andere. Die Mutter war in Zeiten groß geworden, wo alles auf dem Spiel stand. Hungersnot. Diese Frau als Mädchen, geboren am Ende des Krieges, der Mann inzwischen vermisst. Die Mutter litt unter allem, eigentlich war ihr das Kind zu viel. Und wenn dann aber das Kind noch irgendwas machte, zum Beispiel einen Wunsch äußerte, konnte die Mutter blitzwütend werden. Sie liebte das Kind, sie hätte ihm gerne den Wunsch erfüllt, aber sie konnte es nicht. Sie hatte dafür Schuldgefühle. Sie hasste sich für die Unfähigkeit, auch nur ein Kind vor Weihnachten mal glücklich zu machen. Und dann kam es vor, dass sie den Klöpper nahm und haute auf das Kleine drauf. Später habe ich die Frau selber gesprochen und sie war hoffnungslos am Weinen. Das habe ich wirklich gemacht. Was die Frau erlebte, war, da hat mich jemand lieb. Aber das macht Gefahr, verhauen zu werden, wie bei Mutterstagen. Bei Freud ist das die Übertragung von kindlichen Situationen in die Gegenwart. Die Betreffenden merken aber nicht, wie sie den Zeitpunkt
Cordon völlig verschieben. Sie erleben in der Gegenwart, was früher spielte, als die Realität von heute. Das versteht weder der Betreffende, der es macht, noch der andere, mit dem es aufgeführt wird. Darüber kann man auch nicht reden, weil man es nicht begreift. Deshalb kommen wir bei dieser Geschichte zu einem wohltätigen Abschluss. Der lautet, wie die Bibel hier erzählt, Sie merken, das ist eine der dichtesten Geschichten, so haben Sie nie erzählen gehört. So komprimiert, so symbolisch, die Probleme ansprechend und die Lösung anbietend. Die letzten Sätze dieser Geschichte nämlich gehen darum, lässt der Mann seinen Vater und seine Mutter zurück und hängt seiner Frau an. Und sie werden ein Fleisch, das heißt eine lebendige Person. Das ist einmal Soziologie, das Gegenteil von dem, was der Patriarchalismusvorwurf besagt. Der Mann verlässt das Haus seiner Eltern und zieht ins Haus seiner Frau. Das ist maternale Familienordnung. Das Gegenteil von Patriarchalismus. Seien wir mal schnell dabei. Wenn die Welt ein Paradies wäre, wenn wir so leben würden, wie wir könnten und sollten und wie wir eigentlich die Sehnsucht spüren, ist die Frage Patriarchalismus, Matriarchalismus überhaupt kein Problem. Sie stellt sich wirklich erst ein Kapitel später, nach dem sogenannten Sündenfall. Da spricht Gott aus, was passiert ist. An die Stelle der Liebe hat der Mann den Auftrag, die Frau zu beherrschen. Sich selber hat er nicht beherrscht, weil er vom Baum gegessen hat, verführt von der Frau, und die muss er jetzt beherrschen. Das ist Patriarchalismus. Als Strafe sich selbst und den Hintergrund des Vertrauens verloren und zu Liebe unfähig geworden zu sein. Hier ist es noch viel mehr. Wie viele Studenten kenne ich, die sagen, ich bin mit 18 von Hause weggezogen, habe meine Freiheit gelernt. In Wirklichkeit haben sie sich ja mitgenommen. Seelisch sind sie immer noch dieselben. Vater und Mutter verlassen ist keine räumliche Bewegung in der Soziologie. Es gehört dazu, seelisch heranzureifen zu der Persönlichkeit, die mit uns gemeint ist. Erst jemand, der Vater und Mutter verlassen hat, wird fähig sein, einen anderen als Erwachsenen zu lieben. Und dazu gehört, biblisch geredet, dass er Gott wiedergefunden hat, der ihm diesen Partner zuführte. Auch das werden Sie in den Tagen des Glücks der Liebe sich selber gesagt haben. Du bist für mich wie ein Geschenk von Gott. Wir sind zusammengeführt worden. Weniger religiös werden Sie davon träumen, dass Sie sich immer schon gekannt haben. Also wirklich, es ist doch wie wenn Sie mit 4 Jahren im Sandkasten zusammen, der eine aus dem Haus und der andere gegenüber, schon sich gekannt und miteinander gespielt hätten. So war es nicht, aber so hätte es sein können. Ja, eigentlich war es auch so. Manche erzählen sogar ein vorgeburtliches Leben, wo es ganz bestimmt so war. Man erfindet sich als schicksalhafte Zufügung aus den Händen eines Gottes, der es gut mit uns meint. Das wäre die Liebe. Und ein letztes noch. Denen Unrecht zu geben, die sagen, diese Geschichten erzählen sich nur vor der Entdeckung der Sexualität, das alles sind Geschichten, die geht nur, solange man noch 12 Jahre alt ist. Wenn man erwachsen wird, bricht das alles auseinander. Auch so gibt es Exegeten, die die Stelle verstehen. Das Paradies ist die Unschuld vor Entdeckung der Sexualität. Macht die Geschichte selber diesen Phantasten einen Strich durch ihre Exegese und erklärt, Mann und Frau waren nackt. Und sie schämten sich nicht. Die Sexualität wird nicht entdeckt, sie ist unschuldig in der Liebe. Das ist das Schöne. Oh, wir sind gerade dabei, ob eine Frau sich so kleiden darf in einer Badeanstalt, wie es Männer tun. Gleichberechtigung verlangt das. Es gibt tatsächlich Verordnungen, die darauf hinauslaufen. Schamgefühle haben wir gar nicht mehr. Es gibt ja auch keinen Unterschied. Frauen sind wie Männer. Wie viel muss man alles an der Schönheit einer Frau verleugnen, um so einen Unsinn in die Welt zu bringen? Dass die Brust einer Frau geheimnisvoll sein könnte, verführerisch, wunderschön, ein Geschenk von Gott, etwas, das dem Mann fehlt, aber nachdem er eben deshalb Sehnsucht trägt.
Darf man das noch denken? Soll man das noch spüren? Oder ist das nur noch Teil einer ganz anderen Industrie, die schon die Jugendlichen dahin bringt, alle Geheimnisse zu zerstören? Mir fasst die Dinge an. Die sind kalt und stumm. Es kann auch mit uns Menschen sein. Was Sie gehört haben, ist eine Aufforderung, darüber nachzudenken, warum wir so ganz anders sind, als wir sein sollten. Das wird ein anderer Vortrag, es geht nicht mehr heute Abend. Die Geschichte erzählt sich in ganzen 7 Versen, Genesis 3, 1 bis 7 unter dem Titel Die Ursünde oder die Erbsünde. Ich gebe es mit einem Satz zum Nachdenken wieder, sonst müssten wir einen ganzen Vortrag darüber halten. Es liegt daran, dass Menschen in Angst geraten am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das muss ich noch nachtragen, weil es immer falsch interpretiert wird. Wissen von Gut und Böse wird aufgefasst als Wissen moralisch von Gut und Böse. Das hat Hegel schon gemacht, das hat C.G. Jung so gemacht, das wird von den Exegeten heute beschworen. Das ist kindliches Bewusstsein, da weiß man nicht von Gut und Böse. Die Frage ist sofort, wie kann denn Gott den Menschen verbieten, moralisch um Gut und Böse zu wissen? Gemeint ist was vollkommen anderes und das musste Gott wirklich verbieten. Sie haben es eben noch gehört. Es ist nicht gut für einen Menschen allein zu sein. Das ist gut. Und Böse hat auch nicht mit Moral zu tun, sondern ist das Unglückselige. Das Leere, die Ödnis des Daseins, die Sinnlosigkeit. Beide steht jetzt zwischen Sinnerfüllung und Zerstörung einander gegenüber. Mit Moral hat das nichts zu tun. Zu erkennen, wer wir sind, wenn wir nur Kreaturen sind, ohne uns zu begreifen auf den Händen Gottes. Das führt dahin, die ganze Welt jetzt kennenzulernen als nicht mehr länger gut, sondern wirklich als schrecklich. Das ganze Dasein zum Verfluchen. Nicht böse im moralischen Sinne, aber destruktiv, zerstörerisch. Und das ist unsere Realität. Die hätten wir nie kennenlernen sollen. Aber wir haben sie kennengelernt aus lauter Angst. Das Wesen, das dafür steht, ist die Schlange. Der Abgrund unter unseren Füßen. Das Nichtsein, das dazu gehört, dass wir nur Kreatur sind. Und damit leben könnten wir nur in einem Vertrauen mit dem Blick zum Himmel und auf die Hände, die ermöglichen, dass es uns gibt. Eine Aufforderung zur Dankbarkeit. Ich schließe nochmal mit einem kleinen Gedicht von Rilke aus Dankbarkeit. Ich finde dich, Gott, in allen diesen Dingen, denen ich gut und wie ein Bruder bin. Als Same sonnst du dich in den Geringen und in den Großen gibst du groß dich hin. Das ist das wunderbare Spiel der Kräfte, dass sie so dienend durch die Dinge gehen, in Wurzeln wachsend, schwindend in den Schäften und in den Wipfeln wie ein Auferstehen. Das wünsche ich Ihnen am heutigen Abend. In Dankbarkeit für Ihre Aufmerksamkeit kommen Sie gut nach Hause.